So, weiteres Halo 1 Gameplay direkt mit dem Raketenwerfer oder der in-game genannten Bazooka hauen wir rein. Leider haben wir es nicht überlebt, aber beziehungsweise wir haben zwei Leute erledigt. Danach wurden wir, während unsere Rakete noch flog, getroffen, konnten uns aber rächen aus dem Tod heraus, weil die Rakete ist ja später eingeschlagen. Ja, jetzt habe ich hier diese, ich weiß gar nicht, wie sich diese Waffe nennt, aber das ist diese Alien SMG. Ich finde die mega geil und hier auch dieses Alien DMR. Mag ich auch ganz gerne. Und ich finde eigentlich, die Waffen in Halo sind alle relativ cool. Wobei ich sagen muss, ich bevorzuge tatsächlich die Waffen der Menschen und der eine Handvoll Waffen der, ich nenne es jetzt Aliens, ich komme gerade nicht auf den Namen. Von der Allianz, genau. Und das klingt für mich blöd, wenn ich Allianz sage, weil ich muss dann immer an World of Warcraft denken. Mit deren Allianz und... Ja. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Auf jeden Fall bin ich sehr gehypt immer noch auf Halo 4, weil das habe ich nie gespielt und ich empfinde es, glaube ich, als das beste Halo von dem, was ich gesehen habe. Wenn es nicht so ist, bleibt Halo Reach die Nummer 1. Was ja irgendwie gefühlt den meisten Hype in der Community, dem meisten Hate in der Community hat und nicht dem und relativ wenig Zuspruch, wobei ich es nicht verstehe, wie Reach so negativ behandelt werden kann, wenn ich mir jetzt so Halo 1, 2, 3 anschaue. Die ja wirklich teilweise grausam sind. Vom Spielgefühl her. Reach natürlich klar die Nummer 1 für mich. Ich mache mir wahrscheinlich damit tierische Feinde, weil ich habe die Spiele auch in meiner, nennen wir es mal, Jugend gespielt, in meiner jugendlichen Zeit. Deswegen ist es für mich auch nostalgisch, aber ich lasse mich nicht wie viele von der Nostalgie blenden. Das gibt es ja wirklich, dass Leute sich sehr heftig von ihrer Nostalgie blenden lassen bei solchen Themen. Und dadurch denn gar nicht objektiv sowas, gar nicht neutral sowas betrachten, um wirklich das Beste zu finden, sondern viele sind wirklich denn so, dass sie sich blenden lassen und objektiv sind und schon sich vorab auf irgendwas eingeschossen haben, wie man im Forum auch teilweise sah. Da ist jedes Halo wurde gesagt, ja, ist besser als Reach, denn es ist gefloppt. Dann hieß es, ja, Halo 2 wird das Spiel wiederbeleben, hatten wir schon im anderen Video. Und das ist auch diese Nostalgie, die die Leute haben. Die Spiele können es nicht erfüllen. Die halten, obwohl sie remastered sind, nenne ich es einfach mal so, nicht mit modernen Klassikern mit. Mit modernen Spielen. Nicht Klassikern, aber mit modernen Spielen halten die mit so richtig, leider. Und das ist es halt. Es ist so dieser Unterschied zwischen was früher war und was heute ist, weil ich bin ganz ehrlich, ich finde, man kann Halo gut spielen, aber wenn ich Spielspaß, richtig guten Spielspaß will, dann nehme ich mir doch lieber ein moderneres Spiel, was belohnender ist. Weil Halo, egal wie gut ich bin, es ist nicht richtig belohnt. Selbst wenn ich eine Runde gewinne, das ist zwar cool, aber meistens gewinne ich nicht, weil ich der Einzige bin, der wirklich zum Beispiel objektiv spielt oder halt ordentlich Kills macht. Das ist dann halt für mich nicht belohnt, wenn mein Team nicht auf dem Niveau wie ich bin und das dann schlecht balanced ist. Das ist so immer dieses, was aber auch bei vielen Spielen ist, wo ich aber auch solo gewinnen kann, weil es keinen objektiven Spielmodus gibt, sondern einfach nur killen, killen, killen. Da kann ich noch gewinnen. Der ist für mein Team nicht dementsprechend gut. Aber das war's denn, euer Remske. Wir sind hier schon über dem Video hinaus. Ciao.